Der Gang unter den MRT-Räumen führt zu einem Proberaum. In diesem Raum spielen Doktortitel keine Rolle. Denn Hilal Yahya und seine Kollegen sind hier nicht zum Praktizieren, sondern zum Musikmachen. Egal ob Arzt, Schwester, Pfleger oder Techniker, sie alle sind Musiker und das allein zählt. Instrumente stimmen, Mikrofone in Position, Noten vor Kopf und los geht's. Musik. 2007 legte die musikalische Krankenhausbelegschaft den Grundstein. Ich habe mit einem Kollegen zusammen schon mal Musik gemacht hier im Krankenhaus. Das hat sich rumgesprochen. Und relativ schnell war dann die Idee geboren worden, einfach mal auszurufen, wer im Krankenhaus Musik macht. Und wer vielleicht Lust hätte, bei einer Band mitzuspielen. Und so kam die Idee zustande. Das ist vor 7 Jahren passiert. Und seitdem gibt's uns. Seit 7 Jahren treffen sie sich einmal die Woche. Nicht immer schaffen es alle Bandmitglieder zur Probe, je nach Dienstplan. Heute sind sie fast vollzählig. Vor großen Auftritten, wie beispielsweise beim Hafenfest in Ruhrort oder dem alljährlichen Sommerfest des Klinikums, wird öfter geprobt. Denn schließlich soll jeder Ton sitzen. Und so kam es auch zu dem Bandnamen Dritte Hälfte. Einer unserer ehemaligen Keyboarder hatte gesagt, das sind die guten Songs, die kommen in die erste Hälfte vom Konzert. Das sind die Songs, die sind eher ruhiger, die kommen in die zweite Hälfte. Und die Songs sind so schlecht, die kommen in die dritte Hälfte. So kam das. Den Zuhörern gefällt's. Und so hat sich die Band eine treue Fangemeinschaft geschaffen. Hauptsächlich stehen Coversongs auf dem Programm. Ein Lied jedoch hat die Band selbst komponiert. Und das war zwingend erforderlich. Wir hatten unsere Musik in der Warteschleife satt. Und hatten dann einfach aus einer Bierlaune heraus die Idee, komm, lass uns doch mal einen Song machen, den wir in der Warteschleife halten können. Und dem Geschäftsführer gefiel die Idee, weil er sich auch aufgeregt hatte über die Musik in der Warteschleife. Und so kam dann die Idee zustande. Eine Idee, die nicht nur die Wartezeit am Hörer mit dem selbst komponierten Song Our Hands aufgepeppt hat. Für die Band ist dadurch ein Ausgleich zum stressigen Arbeitstag entstanden. Ohne Musik geht bei mir gar nichts. Selbst auf der Arbeit hier laufe ich mit Kopfhörern rum und höre Musik zwischendurch. Und so verbindet die Kollegen nicht nur ihre Arbeit, sondern auch ihre Liebe zur Musik. Und die wird die dritte Hälfte sicherlich noch lange am Leben erhalten.